In dieser Woche tagt der Internationale Währungsfonds und die Weltbank zum traditionellen Herbsttreffen in Washington. Fragen dazu nun an die Kapitalmarktexpertin und USA-Kennerin Sandra Navidia. Einen schönen guten Tag. Ja, welche Entwicklung erwartet man für die Weltwirtschaft und insbesondere auch für die deutsche Wirtschaft? Für die Weltwirtschaft gibt es gute Nachrichten. Für sie ist ein Soft Landing, eine weiche Landung angesagt mit einem Wachstum von gut 3%. Das gilt aber nicht für Deutschland. Hier sind schlechte Nachrichten zu vernehmen. Deutschland Wachstum stagniert. Zwar wird es sich wahrscheinlich im nächsten Jahr erholen, aber beim IWF herrscht Unverständnis darüber, dass man sich selbst so kasteit, dass man die Schuldenbremse nicht moderat zumindest lockert. Und das fordert er jetzt auch von Deutschland. Und das Interessante ist, bei uns in Deutschland wird darüber ja immer wieder diskutiert. Wir haben auch gerade den Bundesfinanzminister in den USA, der auch dort immer wieder gesagt hat, wir brauchen keine Aufweichung der Schuldenbremse. Wir kriegen das eigentlich auch so hin. IWF und Weltbank, Sie sagen es, sagt, Deutschland solle endlich mehr Schulden machen. Aber wie begründen die beiden Institutionen das? Ja, Deutschland ist das Schlusslicht unter den G7 und unter allen Industrienationen hat Deutschland die wenigsten oder geringsten öffentlichen Investitionen. Also da muss auf jeden Fall mehr folgen. Die Deutschen sehen es ja auch selber an ihrer Infrastruktur. Es besteht auch noch fiskalischer Spielraum, um solche Investitionen vorzunehmen. Und das ist ja, solche öffentlichen Investitionen sind ja auch ein Trigger. Typischerweise, wenn diese kommen, dann folgen auch private Investitionen nach. Also definitiv muss Deutschland mehr an seiner Standortattraktivität arbeiten. Wir sehen ja, immer mehr Unternehmen sind abgewandert. Und begründen tut der IWF das mit den üblichen Argumenten, die auch in Deutschland bekannt sind. Also Fachkräftemangel, Bürokratie, Überregulierung, zu wenig Maßnahmen, um Frauen in Vollzeitbeschäftigung zu bringen, also sprich Kinderbetreuung und Altenpflege und all diese Dinge, die wohl bekannt sind. In 11 Tagen wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten oder eben auch eine neue Präsidentin. Wie teuer kann eigentlich ein Sieg von Donald Trump, ein möglicher Sieg für Deutschland werden? Und Frau Navidi, haben Sie denn den Eindruck, dass Europa, insbesondere auch Deutschland, gut vorbereitet sind diesmal? Nein, Deutschland und Europa sind nicht vorbereitet auf das, was denn da bevorstehen könnte, nämlich eine Totalkatastrophe. Also man weiß nicht, was kommt, aber allein die Tatsache, dass Donald Trump so unberechenbar ist und diese Maßnahmen angekündigt hat, das ist natürlich schon negativ für die Wirtschaft und die Finanzmärkte, denn wenn die eins nicht mögen, dann ist es Ungewissheit. Und man muss auch sehen, Deutschland ist Donald Trumps Lieblingsfeind. Das Einzige, was Mager und er an Deutschland gut finden, ist die deutsche Vergangenheit. Und er kann bei Mager punkten, wenn er Deutschland schlecht macht. Er hat ja gerade bei seinen letzten Reden immer wieder reingehauen und sich negativ geäußert über die Energiepolitik und andere Dinge, zum Teil die Unwahrheit gesagt. Aber das ist eben eine große Gefahr für Deutschland, ein Risiko, das sich nicht unbedingt so materialisieren muss, aber das definitiv besteht. Dankeschön. Dankeschön für Ihre Informationen und Ihre Einschätzung. Das war die Kapitalmarktexpertin Sandra Navidi. Sehr gerne. Grüße nach Köln.